Olli, schön, dass du dir Zeit nimmst und ich mache mal etwas, was man normalerweise nicht macht, nämlich negativ ein Interview anfangen. Aber bist du eigentlich traurig, dass BMX Trial nicht olympisch ist, wie BMX Freestyle und BMX Racing? Also ich kann erstmal mit Nein antworten und muss dich auch direkt korrigieren. Also es Oh. heißt tatsächlich nicht BMX Trial, sondern einfach nur Bike Trial. Ah. Diese Sportart ist relativ jung noch. Ja, wer schon mal Parkour gesehen hat und wer schon mal Mountainbiken gesehen hat, der kann sich das eigentlich so vorstellen, dass es genau die Mischung davon ist. Und natürlich ist es traurig, jetzt gerade wenn man die Sportler sieht in Paris und wäre natürlich mega gerne mit dabei, aber man muss es auch einfach realistisch sehen, sage ich jetzt mal. Weil aber möglicherweise doch irgendwann diese Sportart olympisch werden könnte, oder nicht? Oder meinst du, es ist so jung und steht gar nicht auf dem Plan? Also es ist einfach so, dass wir zwar ein riesiges Potenzial haben als Sportart, aber leider nicht auf allen Kontinenten so stark ausgeprägt sind. Also jetzt gerade die Fahrer in Europa, die sind mega, mega gut und da ist das Fahrerfeld enorm. Gerade jetzt aber beispielsweise in Amerika, da ist es eher so, dass es weniger Fahrer gibt, die das sehr, sehr professionell betreiben, beziehungsweise die sind einfach in der Entwicklung ein bisschen hinten dran. Das haben wir auch schon erkannt und gibt jetzt auch mittlerweile auch einige internationale Wettkämpfe in den USA. Aber es ist einfach so, dass das Olympische Komitee ja auch hauptsächlich von amerikanischen Fernsehsendern finanziert wird. Und wenn wir da halt eben zukünftig auch bei Olympia dabei sein wollen, dann müssen wir schauen, dass wir auf allen Kontinenten der Welt halt stark vertreten sind. So, jetzt kommen wir mal zu dieser Sportart. Du sagst junge Sportart. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe ursprünglich mit Motorradtrail gestartet. Also es ist dasselbe, nur mit Motor. Durch meinen Vater, weil der wollte früher in seiner Jugend Motorrad fahren und seine Mutter hat gesagt, nee, auf der Straße, das ist ihr eher nicht so geheuer und hat ihm dann aber erlaubt, im Gelände zu fahren. Und diese Leidenschaft, die er als Jugendlicher hatte, wollte er mir dann als kleines Kind im Prinzip weitergeben. Und ich bin 3 Jahre lang Motorrad gefahren, bis ich dann jemand gesehen habe, der dasselbe mit dem Fahrrad gemacht hat. Und das hat mich so unfassbar fasziniert, weil es einfach so leicht war. Man musste nicht irgendwie mit dem Anhänger des Motorrads zu einem Gelände fahren, sondern er konnte direkt loslegen und zwar alles aus eigener Körperkraft. Und diese Faszination hat mich halt bis heute im Prinzip dann gepackt, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte, weil für mich das so unfassbar war, was man alles mit einem Fahrrad einfach anstellen kann. Woher hast du dann dein erstes Rad gehabt? War das so ein gebrauchtes? Hast du es gleich gekauft? Hast du es geliehen? Weißt du es noch? Tatsächlich war das ein Fahrrad von meinem Vater. Also man hat damals schon, als er Motorradfahren war, immer gesagt, ja, man muss auch auf dem Fahrrad parallel üben, dann ist man auch besser auf dem Motorrad. Und es war mega, mega schwer und richtig veraltet von der Technologie. Aber das war mir komplett egal, weil ich einfach nur Spaß hatte. Und als dann meine Eltern gemerkt haben, okay, der hat da wirklich Interesse dran und möchte auf dem Fahrrad weitermachen, dann habe ich da auch so ein gebrauchtes Fahrrad für den Anfang bekommen und das war auch für die ersten Jahre perfekt. Dann werden wir doch mal technisch gerade, bleiben wir mal beim Rad. Was ist das für ein Rad? Also ein Trialbike, das kann man eigentlich gar nicht mit einem normalen Straßenfahrrad vergleichen, wenn man das so anschaut. Also wir haben keine Gangschaltung, keine Federung, nicht mal einen Sattel, auch keine Scheibenbremsen sind dran. Also das ist wirklich dafür ausgelegt für die Sprünge und für so technisches Fahren und es eignet sich überhaupt nicht, jetzt um weite Distanzen zurückzulegen. Also gar nicht zu vergleichen mit einem BMX Racer oder für die Freestyle. Nein, 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 überhaupt nicht. Auch die Übersetzung, also der Gang ist deutlich leichter. Und also gerade jetzt auch Leute, ich fahre auch einige Shows beispielsweise und wenn dann jemand mal danach testen will, wie sich das anfühlt, dann sind die immer richtig geschockt und können es gar nicht fassen, weil das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man es noch nicht probiert hat. Wie oft bist du denn, als du damit angefangen bist, ich sag's mal so frech, auf die Schnauze gefallen? Ja, also schon ziemlich oft, ehrlich gesagt. Allerdings waren das jetzt nie so schlimme Stürze. Also ich sag mal immer, der Vorteil beim Trialbiken ist halt, dass man ja keine große Geschwindigkeit drauf hat. Jetzt, wenn man Mountainbike fährt, einen Trail runter zum Beispiel, dann ist man direkt immer mit ja, 30, 40 Kilometer pro Stunde oder so unterwegs. Aber bei uns ist es ja, weil es halt nicht so ein schnelles Fahren ist, eigentlich immer kontrolliert. Das heißt, mit der Zeit lernt man auch zu fallen. Und dann weiß man eigentlich auch immer direkt, wie man am besten abspringt. Und dann kommt es auch eher nicht zu größeren Verletzungen.
Aber hattest du schon einige Verletzungen? Wie ist deine Historie, was das angeht? Also Knochenbrüche oder so zum Glück noch nicht bisher. Was halt schon öfters mal vorkommt, ist, dass man sich irgendwie die Pedale ins Schienbein haut oder mal so ein paar Prellungen oder so hat, aber zum Glück nichts Größeres bisher. Wie wird das bewertet? Du hast so einen Parcours, ne? Der wird irgendwie aufgestellt und du musst da irgendwie immer rüber. Ist das zeitlich, oder wie? Nimm uns mal mit. Ja, also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass ein Trialbike-Wettkampf aus 5 unterschiedlichen Strecken besteht. Diese Strecken können aus den unterschiedlichsten Materialien und Hindernissen aufgebaut sein, von Baumstämmen, Betonröhren bis zu Steinen. Und dann geht es darum, dass man in einer Strecke jeweils ein Zeitlimit hat von 2 Minuten. Und diese Strecke besteht aus 6 unterschiedlichen Abschnitten. Und jeden Abschnitt, den man überwinden kann, der gibt 10 Pluspunkte. Das heißt, wenn ich jetzt einen perfekten Durchgang habe in einer Strecke, dann habe ich 60 Pluspunkte geholt. Und der Fahrer, der am Ende des Tages die meisten Punkte geholt hat, der gewinnt dann. Also wie in so einem Videospiel kann man sich das eigentlich vorstellen. Wie oft hattest du schon diesen perfekten Lauf? Also jetzt so bei regionalen Wettkämpfen kam es schon öfters mal vor, aber ehrlich gesagt jetzt so gerade im internationalen Feld, da sind die Strecken so unfassbar schwer, dass eigentlich kaum ein Fahrer das schafft, bis zum Ende zu kommen, beziehungsweise vielleicht schafft man es dann bei einer Strecke, aber bei allen 5 Strecken 60 Pluspunkte zu holen, das ist schon unfassbar schwer. Wer baut denn diese Strecken auf? Sind das Menschen, die euch nichts Gutes wollen? Oder sind das ehemalige Fahrer? Oder was sind das für Ja, Leute? also hauptsächlich eigentlich ehemalige Fahrer oder einfach Eventveranstalter, die schon viel Erfahrung haben im Trial. Und ja, die machen das eigentlich bewusst auch, so muss man sagen, weil halt, wenn am Ende alle auf der vollen Punktzahl enden, dann bleibt es ja nicht mehr so krass spannend. Und gerade auch fürs Publikum ist es dann immer mega cool, diesen Vergleich zu haben. Okay, ja, der hat es bis zum 4. Abschnitt geschafft. Der nächste bis zum 5. und dann schafft einer tatsächlich die 60 und dann sind natürlich alle mega happy und freuen sich extrem. Gibt es denn irgendwelche Hindernisse, die du so gar nicht magst? Mit der Zeit eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich mich an alles angefreundet, muss man auch. Also man muss auch beim Trialbiken so trainieren, dass man jetzt alle Techniken beherrscht und auch alle Fähigkeiten hat. Und deswegen bin ich eigentlich auf alles gut gestimmt. Okay. Gibt es dann auch Lieblingsstrecken, Lieblingsorte, Spots, wo du am liebsten dein Fahrrad benutzt? Oder ist das alles doch sehr ähnlich? Nee, also ähnlich ist es nicht wirklich, kann man sagen. Was halt schon öfters mal der Fall ist, dass man weiß, okay, der Veranstalter baut jetzt beim World Cup in Dänemark beispielsweise die Sektionen, dann in Spanien ist es der Veranstalter, dann kann man sich schon mal ein bisschen drauf einstellen, weil man weiß, okay, es gibt da irgendwie ein Muster, weil manche, die bauen die Strecken mega lange, die anderen eher kurz und weite Sprünge beispielsweise. Und ich muss sagen, dass gerade in Dänemark beispielsweise da Ole heißt der Veranstalter und er hat immer mega coole Strecken, also weil es richtig durchdacht ist und man weiß, okay, man muss alle Techniken anwenden können und deswegen ist es sehr herausfordernd als Fahrer und das gefällt mir persönlich dann auch, wenn es nicht so einseitig ist. Kommen wir mal zum normalen Trainingsalltag. Wie sieht das bei dir aus? Wo und wie trainierst du? Also mittlerweile ist es so, dass das Training natürlich nicht nur auf dem Fahrrad stattfindet, sondern einerseits halt das sportartspezifische Training, aber dann auch einiges an Krafttraining und auch Intervalltraining, um einfach gut vorbereitet zu sein, weil es sehr, sehr physisch ist. Und genau, dann sieht es auf dem Fahrrad so aus, dass ich immer zwischen verschiedenen Strecken hier in der Umgebung rotiere. Also ich komme aus Stuttgart und das ist halt dann einfach wichtig, so eine Abwechslung drin zu haben, weil man beim Wettkampf eben auch nicht weiß, was erwartet einen an Hindernissen. Und genau, dann andererseits ist es einfach so, dass ich viel Zeit darin investiere, meine Maximalkraft und dann auch Sprungkraft zu verbessern, um einfach auf dem Fahrrad noch explosiver zu sein. Genau. Die Kollegen sind jetzt bei Olympia, die Freestyle machen oder rennmäßig unterwegs sind. Die kriegen natürlich, weil es olympisch ist, ja auch Förderung. Wie ist es denn eigentlich bei dir dann? Das ist ziemlich ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Also, wir haben das Glück natürlich auch, dass wir von der Sporthilfe unterstützt werden, im Trialbiken.
Aber alles darüber hinaus ist relativ schwierig. Also gerade jetzt auch zum Beispiel für die Weltmeisterschaft oder auch Europameisterschaft gibt es zwar Förderungen, aber die reichen meistens nicht mal, um halt ja die Reise dorthin zu finanzieren. Das heißt, es ist alles aus eigener Tasche und mit privaten Sponsoren, so gut es geht. Und das ist natürlich für mich extrem hart, auch als einer der erfolgreichsten Sportler so in Deutschland, dass es eben nicht mal möglich ist, so die Kosten richtig zu decken. Ich hoffe natürlich, dass das auch was ist, was sich in Zukunft ändert. Und ich versuche dann natürlich auch stark dran zu arbeiten, gerade auch mit medialer Reichweite, die auszubauen. Ja, aber es ist nicht vergleichbar mit anderen Sportarten. Das ist sehr, sehr schade, was du sagst. Und man kann ein bisschen, du kannst ein bisschen was machen. Was muss denn der Verband auch tun, um diese Sportart ein bisschen prominenter zu machen? Also ich denke halt auch vor allem, dass mehr über das Trial gesprochen werden muss, auch von Verbandsseite aus. Reicht es halt dann auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel nur News kommen, wenn die WM stattfindet und dann vielleicht bei der EM gar nichts, sondern es muss wirklich eigentlich konstant auch einfach präsent sein und vielleicht dann auch so gearbeitet werden, dass mehr ja, Informationen einfach den Leuten auch gegeben werden. Also es ist einfach schwierig, weil teilweise dann gibt es keine Livestream-Übertragungen, es gibt zu wenig Fahrer, die unterstützt werden und da muss einfach insgesamt einfach alles professionalisiert werden, dass wir ja auch als Sportart so angenommen werden können. Du hast ja schon einige nationale, internationale Titel sammeln dürfen, bist dann noch relativ jung. Was hast du denn in deiner Karriere noch vor? Also ich möchte natürlich weiterhin vorne bei der Elite mitstreiten und freue mich natürlich über jeden Titel, den ich noch einfahren kann. Muss aber sagen, dass es für mich auch mittlerweile so eine große Leidenschaft ist, dass ich auch einfach so einen riesigen Spaß dran habe, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, dass es jetzt kein Teil mehr von meinem Leben ist. Und dementsprechend werde ich einfach weitermachen wie bisher und freue mich dann auch auf alles, was kommt. Hast du die anderen Disziplinen beim BMX eigentlich auch mal ausprobiert? Direkt selber ausprobiert noch nicht, aber ich hatte auch schon Kontakt mit einigen Fahrern, die ich einfach gesehen habe, wie sie trainieren und auch wie sie dort auf der Strecke unterwegs sind. Muss aber sagen, dass ich schon auch mit dem Gedanken gespielt habe, okay, könnte das was für mich sein, aber dann relativ schnell gemerkt habe, okay, nein, das ist nicht die Sportart für mich, sondern ich bin schon beim Trialbiken richtig aufgehoben. In einem Interview hast du gesagt, dass dein Vorbild Usain Bolt ist. Ich glaube, er ist gar kein Radfahrer und schon gar nicht Bike-Trial-Fahrer. Wie kommst du auf Usain Bolt? Ja, also ich muss halt sagen, dass gerade für mich das auch sehr, sehr interessant ist, aus anderen Sportarten einfach Inspiration zu holen und dann für mich eben das zu übertragen, was ich mitnehmen kann. Und ja, er war einfach über so viele Jahre hinweg so souverän, hat so eine mega gute Ausstrahlung gehabt bei den Wettkämpfen und auch einfach seine Einstellung, dass er halt gesagt hat, okay, für ihn ist der Training schon das Wett Für ihn ist schon das Training der Wettkampf und am Wettkampftag ist er dann einfach gelassen und kann dann entspannt sein. Das war einfach was, wo ich das gehört habe. Da habe ich gesagt, okay, krass, da kann man sich echt ein Beispiel dran nehmen und dran arbeiten. Warum ist für dich Bike Trial mehr als nur Sport? Du hast auch da gesagt, es ist auch Lifestyle, es ist Leidenschaft. Ja, also gerade jetzt auch der Fakt, wo man halt sehen kann, okay, es ist nicht wirklich möglich, davon zu leben, es ist irgendwie schwierig, da durchzukommen. Da muss man sich ja auch dann schon die Frage stellen, okay, wieso macht man diesen Sport oder wieso investiert man da so viel Zeit rein? Und ich kann da einfach sagen für mich, dass dieser Sport so facettenreich ist, dass es weit übers Fahren hinausgeht, sondern gerade auch mit dem Fahrrad, was man dort alles an Gewicht einsparen kann, was man da nochmal an Technik optimieren kann, dann auch was das Filmen von Videos angeht, das Posten von Edits, das sind einfach so viele Dinge, die da mit reinspielen, dass ich einfach schon sagen kann, ja, das geht weit darüber hinaus, nur ein Sport zu sein, sondern das ist wirklich auch eine Lebenseinstellung, sage ich jetzt mal, wenn man diesen Sport ausübt, das sagt schon sehr viel über die Persönlichkeit auch aus, weil es einfach es ist kein leichter Sport, man braucht wirklich lange, da reinzukommen. Und wenn man da mal so drin gefesselt ist, dann ist es einfach ja eine Leidenschaft, in der man drinsteckt. Spielt drumherum eigentlich Mode und Musik auch eine Rolle? Ja, also zum Teil schon. Also gerade was so das Streetfahren angeht, also das Trailbiken in der Stadt, da ist es so, dass man eigentlich
ja keine normalen Sportklamotten oder so trägt, sondern das schon eher in so eine Richtung geht, wo ja das dann auch eine Rolle spielt, wie man gekleidet ist und wie das Outfit dann auch zusammenpasst. Und gerade auch Musik natürlich ist ein richtig großes Thema von den ganzen Bike-Videos, die man im Internet findet, da so immer den passenden Song zu haben, wo dann einfach der Vibe dann auch zusammenpasst mit dem Fahren auf dem Bike. Das ist dann schon alles so eine Symbiose, ja. Das wollte ich gerade sagen. Bike Trial eigentlich so eine Lebensphilosophie, ne? Ja. Finde ich gut. Locker, flockig und vielleicht irgendwann auch mal olympisch. Das wäre ja auch mal ganz schön. Vielleicht erlebst du das dann noch. Bist du noch jung? Obwohl alle 4 Jahre dann Ja, es LA würde auf jeden Fall Zeit werden in den wird. nächsten Jahren. Sollten wir vielleicht mal anrufen jetzt oder eben kurz nach Paris fahren. Guckst du dir denn die Kolleginnen da auch an? Fährst du hin oder guckst du es am Bildschirm, was die so machen, im Racing oder im Freestyle? Also ich werde auf jeden Fall die Livestreams verfolgen. Jetzt direkt vor Ort sein werde ich nicht, aber ich bin mega gespannt, weil ich doch auch einige Sportler kenne, die dieses Jahr bei Olympia mit dabei sind. Und wenn man dann nochmal so einen persönlichen Kontakt hat oder so, dann möchte man natürlich dann auch sehen, wie die Sportler sich dort schlagen und fiebert natürlich mega mit. Was ist dein nächster großer sportlicher Höhepunkt? Für mich stehen als nächstes die World Cups an dieses Jahr. Gerade in Norwegen, Frankreich und vor allem dann auch die WM, die in Abu Dhabi stattfindet dieses Jahr. Das sind so Höhepunkte, auf die ich auf jeden Fall hinfieber. Dann wünschen wir dir dafür ganz, ganz viel Erfolg. Viel Spaß trotzdem auch bei Olympia, auch als Beobachter und verletzungsfreie Saison. Bleib gesund. Dankeschön. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.